Der BMC Racing Cup in Gränichen wird präsentiert von Zehnder, Always Around You, Swisslos, Sportfonds Aargau und Pamo. Wetter gut, Temperaturen hoch, alles war angerichtet für die 21. Ausgabe der internationalen Mountainbike-Rennen in Gränichen. Wieder sind hunderte Kinder, Junioren, Amateure, aber auch Profis am Start gestanden. Und losgegangen ist es am Samstag mit den Kleinsten. Künftige Profis, die brauchen noch ein bisschen Hilfe. Unterstützung kriegen sie vom Papa oder von Mama. Die Eltern sind so Fan von ihrem Kind und die wollen natürlich immer, dass das gut fährt und alles. Und die sind meistens viel nervöser als das Kind selber. Und ja, ist ja auch schön, wenn man sieht, wie der Sohn oder die Tochter Rennen fährt. Und die Besten, die stehen am Schluss auf dem Podest. Das Gleiche gilt auch für die Junioren. Die haben schon beim Einwärmen so richtig Vollgas gegeben. Schon bald einmal der Holländer, der Milan Wader. Der Main Orange hat sich früher ein kleines Polster rausfahren. Bis am Schluss hat er seinen Vorsprung behalten können und hat das Juniorenrennen vor dem Bündner am Andrin Beli gewinnen. Bei den Frauen hat die 18-jährige Sophia Wiedenroth aus Deutschland den Titel geholt. Aber nicht nur die Fahrer haben während einer Rennwoche in den Haufen zu tun, auch die Mechaniker der verschiedensten Teams. Also ich kann das mal schon vorführen, einen Radwechsel. Schaut man das Rad aus. Sie machen genau gleich. So geht es weiter. Mechaniker, die haben ihre eigene mobile Werkstatt mit dabei, damit sie ausgerüstet sind für den Notfall. Auf der Strecke gibt es natürlich Platten, Ketteris. Und wenn sie natürlich einen gleichen Sturz haben und verwickelt sind mit anderen Fahrern, ja, wünscht man natürlich nicht, aber es kann es geben, dass man vielleicht einen Lenker bricht oder was auch immer. Für die einen Pech ist für die anderen eben Glück. Dass sie zu den Glücklichen gehört, hat sie zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Vorbereitet hat sich die deutsche Adelheid Morat auf alle Fälle sehr konzentriert. Im Rennen ist dann aber ein anderer allen davon gefahren.
Bis eine Runde vor Schluss hat die dreimalige Siegerin von dem Rennen, Esther Süss, über eine Minute Vorsprung gehabt. Und dann passiert das. Ja, es hat mir irgendwie die Kette verklemmt und ich habe sie selber nicht rausgebracht. Und somit habe ich da die ganze Abfahrt, wo sehr viele steile Stücke müssen springen. Und wenn man halt da muss springen, verliert man sehr viel Zeit. Und dann noch warten, wieder in der Techzone, bis es gemacht ist und so. Ja, in dem Moment ist dann die Adelheid auch an mir vorbeigefahren. Und so ist die deutsche Adelheid Morat gleich noch zum Sieg gekommen. Des einen Leids, des anderen Freud. Ich sage jetzt mal, man gönnt es niemand, wenn durch Defekte irgendwie der Sieg vorbeigeht, aber es ist dann Rennen und dann wartet man natürlich nicht auf denjenigen. Ein neues Gesicht auf dem Siegerpodest. Hey Flo! Hopp, hopp, hopp. Hey Flo! Ein Mann, den man während einer Rennwoche nennt, immer einmal an der Strecke antrifft, ist der Nicolas Siegenthaler. Er ist Privattrainer, unter anderem auch vom Olympia-Zweiten von London, am Nino Schurter. Laufend rennen bin ich an vielen anderen Orten, um Zeit zu nehmen. Und für die, die hinten starten, muss ich zählen, wie viel sie sind und die Abstände hinten vorne. Und das sind meine Sachen. Das gibt so einiges zu tun. Aber wenn das Herz mit dabei ist, ist es nur noch halb so anstrengend. Ja, schon. Weißt, mein Sohn hat gestern geshootet in der 2. Liga. Und meine Tochter fährt jetzt in den Weltcup in Downhill in Fort William. Also, es gibt viel. Ich erwarte eine gute Nachricht vom Schottland. Und, aber das ist wirklich ein. On dit en français une passion. Nebst dem Nino Schurter hat er noch einen Haufen andere Biker, die er trainiert. Da muss man klare Prioritäten setzen. Ich kenne alle Leute gut und ich weiß genau, was sie brauchen. Und nein, das läuft schon. Ich habe viel mehr Offerte bekommen von jungen Athleten, die mit mir trainieren wollen. Aber ich tue mich konzentrieren und wahrscheinlich habe ich noch weniger. Mit dem Besten haben die Organisatoren bis zum Schluss gewartet. Der Start des Elite-Rennens der Männer. Auch für die Profis ist das eine sehr anspruchsvolle Strecke, weiss der einheimische, sehr erfolgreiche Mountainbike-Profi, der Florian Vogel. Es ist eine recht schnelle Strecke. Technisch schön zum Fahren, nicht jetzt extrem schwierig oder so, aber es ist sicher so, dass man Fehler machen kann und dementsprechend auch Zeit verlieren. Zwei Fahrer haben an dem Tag die besten Bike. Zum einen der Doppel-Olympiasieger, der Julien Absalon aus Frankreich, und zum anderen der Schweizer Profi, der Lukas Flückiger. BMC-Teamkollegen haben sich bis an die Ziellinie ein hart umkämpftes Rennen geboten. Am Schluss hat sich doch ein bisschen überraschend der 29-jährige Schweizer durchsetzen können.
Ja, es war sehr hart, speziell mit diesem Wetter. Es war erst mal richtig heiß, das erste warme Rennen. Und ja, das hat es eigentlich umso härter gemacht. Aber es war ein rechter Fight mit dem Julien. Assez rapidement, on s'est retrouvé devant et avec Lucas, on a bien joué le jeu d'équipe. Il était à domicile, donc c'est vraiment bien pour lui qu'il gagne. Einer hat am Schluss gar nichts zu jubeln gehabt. Der Florian Vogel hat sein Rennen 3 Runden vor Schluss aufgeben. Aber trotz Heimrennen gibt es für ihn das Mal keinen gemütlichen Familienplausch. Jetzt habe ich dafür noch das Training halten, weil ich nicht das Rennen fertig gefahren bin, werde ich jetzt noch mit dem Velo heimfahren. Darum ist nichts mit dummen Schnorren.